Hallo und ein wunderschönes herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft 1.8. Warum geht mein Bildschirm aus? Mein Computer macht heute wieder Sachen. Minecraft ist heute hier am Spinnen. In diesem Biom findet man sehr viele Pferde. Aber trotzdem laufe ich jetzt mal einfach in Richtung Süden. Vielleicht findet man ja doch mal eine Höhle. Dort wird es ja richtig bergig, das könnt ihr ja schon da hinten sehen. Haben wir eine Reisewerkbank dabei? Aber keine Stöcke. Egal, könnten wir uns welche. Mach uns welche herstellen. Da ist die Werkbank. Wir könnten mal diese Höhle untersuchen, aber da wird wohl auch nicht viel weiteres zu finden sein. Also bringt das gar nichts. Jetzt stellen wir mal eben hier die Werkbank auf. Unsere Reisewerkbank. Stellen wir die mal eben dahin. Wir haben ja noch 30 Stöcke. Nehmen uns dann ein Block, machen wieder drei ein Dings da, ein T-Stück da, machen wir uns mal erstmal wieder eine nette Spitzhacke, damit wir uns hier die Kohle mitnehmen können. Das war, so wollte ich schon gerade sagen, das war jetzt aber richtig geizig. Die Schaufel haben wir auch noch dabei. Was da noch so zu, noch wie weit das jetzt noch da reingeht. Gucken da, was das jetzt gebracht hat. Wir haben 38 Kohle. Wir hatten zwar noch ein Stück dabei, schon ein bisschen dabei gehabt. Nehmen wir die Bank wieder mit. Da müssen wir mit der Schaufel kaputt hauen. Ja. Jetzt laufen wir einfach Richtung Süden. Gucken, was hier ist. Da wollte ich auch schon mal rein. Da ist nämlich auch viel Kohle zu finden. Ich glaube, am meisten Kohle findet man im Dschungel. Dort findet man wahrscheinlich die meiste Kohle. Lavasee wäre auch mal nicht schlecht. Da könnte man nämlich, wenn man, sobald man Diamanten findet, mal eine Diamantenspitzhacke basteln. Um uns damit den Obsidian abzubauen. Damit wir uns auch mal ein Portal in die ins Nether machen können. Das könnte vielleicht interessant jetzt hier aussehen. Das scheint wohl eine sehr interessante Höhle zu sein hier. Wir machen einfach mal mit Erde einfach mal das Loch zu. Dann geht uns das Wasser nicht auf den Sack. Da ist die Fackel. Wir haben jetzt nicht mehr viele da, aber ist ja auch nicht so tragisch. Dort will uns das nächste, die nächste Wasserhindernis uns ausbremsen. Dann machen wir einfach mal Erde rein. Dann bremst uns das Wasser nicht mehr aus. Machen wir hier eine Fackel, dann seht ihr was, was ich hier gefunden habe. Nämlich Eisen. Das nehmen wir natürlich schön mit. Mal gucken, wo es da jetzt hingeht. Ob das jetzt nicht, ob das jetzt wieder ein Blindgang ist.
Hier finden wir ein bisschen mehr Eisen. Hier habe ich jetzt quasi sechs Blöcke davon gefunden, sechs Blöcke Eisenerz. Leider hat die Hülle uns jetzt auch nicht viel weitergebracht, aber dort gibt es, so wie es aussieht, auch einen Abzweig, eine Höhlenader. Da geht es einmal wieder zurück. Hier geht es auch in die Sackgasse rein, schade aber auch. Richtige Höhlen gibt es hier, glaube ich, gar nicht. So eine richtig ver eine Höhle, wo man sich richtig verirren kann. Das ist auch sehr nice jetzt hier. Was finde ich denn hier? Kohle. Nehmen wir mit. Weil Kohle ist noch sehr wichtig für uns. Und Eisenerz ebenfalls. Und noch mehr Eisenerz. Ja, ihr seht das zwar jetzt im Video nicht so gut, aber ich habe jetzt reichlich erstmal Eisenerz wieder gefunden. Wir haben jetzt 20 Eisenerzblöcke, die wir natürlich jetzt wieder im Ofen dann wieder bearbeiten können. Hier haben wir sogar noch mehr. Werden wir auf jeden Fall eine künstliche Mine auch anlegen, auf jeden Fall. Vielleicht lege ich die einfach auch direkt aus meinem Haus direkt heraus an. Hier ist natürlich noch Kohle, die nehmen wir auch mit. Wenn wir da oben jetzt nicht mehr dran kommen, was machen wir dann? Einfach Dings mitnehmen. Wir sind schon im Level 17. Damit die Items auch schön runterfallen. Sogar noch mehr in der Wand drin. Ist ja krass. Hier oben auch. In meiner alten Let's Play-Welt, da habe ich sogar eine richtige schöne Schluchten gefunden. Und das nicht gerade wenige. Da habe ich sogar 4 Stück auf einen Haufen damals gefunden gehabt. Das war auch richtig nice. Das ist jetzt Richtung Nord, da müssen wir dann gleich auch hinlaufen, wenn wir wieder nach Hause wollen. In der Höhle waren wir ja schon drin. Ich weiß, ihr seht jetzt wieder nichts, aber man nutzt ja alles aus. Ich mache mal eben jetzt eine Fackel hin. Das hat sich jetzt aber richtig gelohnt. So, jetzt ist die Spitzhacke kaputt. Ist egal, dann machen wir uns immer eine neue. Mal hinstellen. Viele Stücke haben wir jetzt auch nicht mehr. Machen wir uns nur eine neue Spitzhacke. Haben wir noch einen angefangenen Stack? Ja, da. Muss werden nicht die gerade die kommt den. Ach, mache ich denn da wieder?
Jetzt habe ich doch eine Schaufel. Egal, die können wir bald auch noch gebrauchen. So. Packen wir die jetzt erstmal weg ins Inventar. Dann können wir nämlich weiter Kohle abbauen. Die nehmen wir natürlich auch wieder mit. Die bleibt natürlich nicht hier. Es ist immer gut, wenn man eine Werkbank in der Tasche hat. Hier ist nichts zu finden. Hier gibt es nichts zu haben. Gucken, wie es weiter vorne aussieht. Hier haben wir schon mal Eisenerz. Sogar zweimal untereinander. Ich hoffe, da sitzt nicht ein tiefes Loch darunter. Das ist ja sogar noch mehr. Ist ja geil. Hier war irgendwo Kohle zu finden. Die hole ich natürlich jetzt runter. Boah, diese Fledermaus, ey. Wenn man manchmal so richtig vertieft in das Abbauen von Kohle ist und dann erschreckt dich da so eine Fledermaus. Das ist ja richtig manchmal. Obwohl die Fledermäuse eigentlich gar nichts tun. Hier ist natürlich wieder eine Sackgasse. Dann lassen wir natürlich jetzt die Fackel nicht hier. Es ist natürlich alles wieder dunkel. Da geht es wieder nach draußen. Nehmen wir noch eben die Kohle hier noch mit. So, 18. Level haben wir erreicht. Hier ist dann auch nichts weiteres mehr zu holen. Da klettern wir jetzt wieder aus diesem Loch wieder raus. Hier wird es jetzt richtig bergig. Hier war ich damals auch gewesen, da wurde es richtig extrem dunkel. Hier sollte man nicht einfach runterspringen. Hier könnte man mal eben kurz in die Höhle reinschleichen. Und die scheint auch ein bisschen größer zu sein, die Höhle. Aber da wir ja noch genug Lichteinfall haben, können wir jetzt hier erstmal fleißig erstmal die Kohle abbauen. Na gut, dass sie dahinter gefallen ist. Stopfen wir einmal kurz die Wasserquelle zu. Dann lassen wir einfach zu. Jetzt lassen wir die Erde einfach drin. Die holen wir uns ja eh immer wieder. Hier ist eine sehr große Höhle. Hier geht es wieder nach draußen.
Da ist sogar Licht, Luft, da ist sogar noch. In Höhlen ist immer viel zu holen. Das sollte man immer im Auge behalten, sowas. In Minecraft kann man in Höhlen sehr viel holen. Ei, was ist denn da? Lava. Da ist ja Lava zu sehen. Vielleicht ist dort auch ein Monster-Spawner zu finden. Ich stelle mal eine Fackel, ihr seht da. Da sieht man natürlich wieder sehr schlecht in dem Video. Hier ist ja sehr viel Erz hier. Da hat sich unser kleiner Ausflug in den Süden richtig gelohnt. Hier lasse ich mal die Fackeln drin. Jetzt kann man sich ja ein paar neue bauen, sobald wir wieder Bäume haben. So. Hier geht es auch wieder nach draußen. Ne, das ist einfach nur Licht. So ein Schlucht nach oben. Dort ist auch wieder nichts. Brauche ich mir eben so eine kleine Ansatzstelle hier hin. Zack, zack, einmal rüber. Sobald dann unser Inventar voll ist, werden wir dann wieder zurück nach Hause gehen. Das nutze ich dann natürlich jetzt erstmal richtig völlig aus. Nehme natürlich die Kohle auch wieder mit. Eisenerz ist auch wieder hier zu haben. Da starten wir unsere eigene. Ich weiß, ihr seht jetzt wieder nichts, aber hier ist auch nichts zu holen. Ich bin jetzt gerade in so einen dunklen Gang reingegangen, der ist aber nicht weit. Der ist nicht so weitläufig wie jetzt der eine. Dann geht es hier nach draußen. Man kommt zwar in die Höhle rein, aber nicht nach draußen. Aber irgendwie bin ich ja auch wieder hier reingekommen. Da muss ich auch wieder rausfinden. Ich habe jetzt gerade einen sehr länglicheren Gang gefunden, aber da ist aber leider auch nichts. Jetzt muss ich euch mal was zeigen. Seht ihr, was ich da gefunden habe? Das ist sogar so eine Schlucht sogar. Ich mache mal eine Fackel hin, dann sieht man ein bisschen besser. Ist da nur die Frage, ob man dann hier nachher wieder rauskommt, das ist die Frage. Wir haben ja so eine richtige, schöne, nette Schlucht gefunden. So eine, wie ich damals auch auf meiner alten Map gefunden habe. Dann nehme ich jetzt mal eben kurz meine Spitzhacke. Hinterher können wir uns ja mit dem Wasser mit Hilfe, also Hilfe verschaffen.
Die liefert ja, die Lava nämlich Licht. Hier ist sogar Eisen. Hat sich jetzt auf jeden Fall sehr gelohnt. Da machen wir jetzt mal was anderes. Bloß nicht in die Lava rein, das könnte tödlich werden. Leider lässt sich Redstone, hier habe ich Redstone gefunden, nur mit einer Eisenspitzhacke, glaube ich, entfernen. Sollte ich nicht versuchen, mit einer Steinspitzhacke zu arbeiten. Da brauche ich, glaube ich, entweder eine Eisenspitzhacke. Und hier ist auf jeden Fall Obsidian. Gut zu wissen. Mit diesen Obsidian können wir uns nämlich dann ab uns in eine in die Netherwelt können wir damit die Netherwelt bereisen. Hier kann uns ja nichts passieren. Da können wir uns jetzt hier einfach einen kleinen Weg hier durchbuddeln. Auf jeden Fall sehr gut zu wissen. Da baue ich jetzt mir einen Weg jetzt hier lang. Einen sicheren Weg. Dieses Loch muss ich mir unbedingt merken, dort ist nämlich auch Gold zu finden, aber nicht gerade wenig. Wir haben nämlich hier wieder ein bisschen Gold gefunden. Ich mache mal eine Fackel, dann seht ihr es ein bisschen besser, weil im Video lässt sich das mal so schlecht erkennen. Das Gold lässt sich leider nur mit einer Eisenspitzhacke, glaube ich, mit einer Eisenspitzhacke kann, ja, ich glaube, mit einer Eisenspitzhacke entfernen. Obsidian leider nur mit Diamit, ganz klar. Dynamit wollte ich so, nur mit Diamant, so das wollte ich sagen. Wir werden auf jeden Fall erneut nochmal in diese Höhle reingehen, aber das Ganze machen wir dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft 1.8. Ciao, bis zum nächsten Mal, haut rein.